Mirja ärgert mich. Hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten kleinen Runde durch die Hochburg unserer britischen Nachbarn. Ja. Martin hat Sonnenbrand. Ja, hör auf jetzt. Wir sind zu Gast in Magaluf. Wenn ihr Teil 1 verpasst habt, dann guckt euch den nochmal an. Da gibt es noch jede Menge. Dann schaltet jetzt aus. Andere wichtige Tipps. Da ein. Ja, man muss immer erstmal Teil 1 gucken und dann Teil 2. Also macht das doch auch von Logik her gar keinen Sinn. Ja. Also echt. Erstmal hallo, ihr Raketen und schön, dass ihr wieder dabei seid. Alles richtig gemacht, wenn ihr auf Play gedrückt habt. Jetzt noch liken, abonnieren und teilen, weil sonst, das haben wir gesagt, gibt es den Rest der Woche in der Kantine. Nur Fish and Chips. Ja, oh, das ist echt. Egal was ihr macht, es gibt nur noch Fish and Chips. Ich würde mir das überlegen, ernsthaft. Gibt es ein paar Dinge, die man auch machen kann, wenn es jetzt mal entweder regnet oder zu heiß ist. Ja? Also es gibt sehr, sehr viele Escape Rooms hier, weil wir ja auch aus Deutschland kennen. Die sind dann natürlich auf Englisch, aber nichtsdestotrotz, wer Englisch spricht, dem kann auch das Spaß machen. What is an escape room? So an escape room is a room, or various rooms, that you have to escape from. So you have 60 minutes to try and get out. Each room has its own theme. One clue leads to another and then eventually you escape. And it's very, very cool. It's a very unique experience whilst you're in there. You've got a lot of adrenaline. You've got to be fast. You've got to work as a team and think outside of the box and try and escape. How much is it? So for a family of four people, for example, it's 20 euros per person and the price lowers depending on the amount of people. Like six is the maximum. Okay? Six, we can fit eight people in each room. So for eight people, it's 15 euros per person, for example. Thanks, buddy. Dann gibt es Virtual oder True Virtual Reality, das haben wir uns schon mal angeschaut. Ja. Ich hab gar keine Stop it! Es gibt den Kathmandu Park. Das ist ein schönes Familienhighlight, gerade auch bei der Schildwettertag. Gerade mal mit Freunden. Da gibt es ein 5D-Kino, einen Kletterpark, da gibt es ein Haus, das auf dem Kopf steht und euer Gleichgewicht ziemlich durcheinander bringt. Ein paar einfach abgefahrene Sachen, um sich mal einen schönen Tag auf Insel zu machen, wenn das Wetter nicht so toll ist. Auch für Kinder super. Insgesamt ist Magaluf verglichen zu anderen Urlaubsgebieten Mallorcas mit vielen Aktivitäten bestimmt. Also gerade auch am Strand gibt es von Bananenbootfahren über Jetski, über Tretboot natürlich auch eigentlich so gut wie alles. Hier wird alles angeboten. Also unternehmen kann man hier wirklich Pirates. Arr, ihr Landratten. Ne, herzlich willkommen zur Pirate Show in Magaluf. Arr. Arr. Der Pirat macht Arr. Das ist auch für die ganze Familie ein super Highlight. Da geht man rein und hat eine richtig coole Show. Hast du mal angemacht? Nee. Ich war mal da und muss sagen, ich war also wirklich begeistert von der Akrobatik und von dem, was die Leute da können. Und dann gibt es eben noch ein Essen dazu. Die haben 2021, machen die nicht mehr auf, sagen aber, dass sie 2022 wieder am Start sein möchten. Gilt übrigens auch für das BH Hotel, wo auch mal viele Partys stattfinden, Events wie Konzerte, hat auch gerade nicht. Wenn ihr in Magaluf unterwegs seid, dann fahrt doch vielleicht auch mal mit dem Taxi, denn hier gibt es das wahrscheinlich seltsamste Taxi Mallorcas, und zwar das Disco-Taxi. Disco, Disco, Taxi. Manu ist der Fahrer vom Disco-Taxi, den erkennt man immer an seinem blauen Bart und an der Disco, die halt im Taxi stattfindet. Wir haben gerade noch von unserem bärtigen Teufel gesprochen. Der ja? Manu, hier steht er. Taxifahrer Magaluf, Disco-Taxi Magaluf. How are you doing? Hello, hi, very good. Yeah, very good. Yes. I'm working with my taxi in Magaluf. Yeah, still doing the disco? Yes, disco I'm still doing, yeah, yeah. Every day and next month I will do nights Disco-Taxi in Mallorca. Back in business. So only one question.
How is business this year? Probably better than last year. Yes, well, this year is a little bit better because last year was the worst season I've never seen in my life. You know what I mean? There was nothing, nothing at all. And this year, yes, this year June was a little bit quieter. But this month is better. It's more tourists coming, and for the business, yeah, for the money, it's good, you know? Then we wish you all the best. All the best, my friend. All the best. Dankeschön. Tschüss. Bye-bye. Taxi. Also, wie ihr gesehen habt, er ist genauso seltsam wie in unserem anderen Video. Wenn ihr das noch nicht gesehen haben solltet, dann schaut euch es gerne an. Und er hat ganz kurz einfach nur mal zusammengefasst gesagt, letztes Jahr gab es für ihn natürlich auch gar kein Geschäft. Dieses Jahr ist schon deutlich besser, vor allen Dingen der letzte Monat war gut für ihn und er hofft einfach, dass er jetzt wieder sein Disco-Taxi auch nachts fahren kann, denn was er, oder so meine Interpretation, was er am liebsten macht, ist Leute befördern und dabei Spaß haben und komisch lachen mit seinem blauen Bart. Der Typ ist sensationell. Wenn ihr ein schönes Hotel habt, aber euch der Pool irgendwie nicht spektakulär genug ist, in Magaluf gibt es Europas höchsten Pool, das ist das Inside Miljar Hotel. Sieht schon von außen spektakulär aus und ich habe auch mal gehört, das war zumindest 2019 so, dass man für ein 15 Euro Tagesticket auch als Externer da einen Tag verbringen kann. Wollten wir übrigens gerne hoch und euch mal von oben zeigen, vielleicht klappt das ein anderes Mal, dass wir nochmal ein anderes Video machen. Bisher hatten wir da noch keine Drehgenehmigung bekommen und da darf man ja nicht einfach reinlatschen. Heutzutage wegen Carola sowieso nicht. Muss man ja immer alles nachfragen. Und dann haben wir noch das Sol Wave House, habt ihr sicher auch schon mal gehört, das ist auch ein Hotel, aber die haben draußen so einen Pool, wo ihr surfen könnt. Die machen da so richtig krasse Wellen, wenn man da so Surfball. Das sieht cool aus. Habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube, das mache ich mal. Kann man mal so, eine Dauerwelle ist das dann, oder? Dauerwelle? Nein, Dauerwelle, das heißt glaube ich so. Da gibt es noch jedes Jahr einen Halbmarathon hier, habe ich gesehen. Außer natürlich diesem Jahr und letzten. Aber normalerweise gibt es hier den Magaluf Halbmarathon. Außer wenn ich ihn habe. Da kann man sich zur Anmeldung mitmachen. Und eine Kartbahn gibt es hier in der Nähe. Und natürlich den Western Water Park. Der ist auch zu gut. Der ist auch in der Nähe von Magaluf. In Sachen Öffnungszeiten, für all die tollen Dinge, die sie mir ja genannt hat, bitte googelt euch nochmal kurz zusammen und schaut nochmal auf der Homepage von dem jeweiligen Etablissement nach. Denn ihr wisst ja, aktuell kann es zu haben, kann aber auch schon offen sein, die Öffnungszeiten geändert oder ne, also was auch immer. Da geht auf Nummer sicher und schaut dann einfach selber nochmal. Was auf jeden Fall geöffnet hat, ist das Nikki Beach, das habt ihr bestimmt schon gehört. Und wenn wir schon über Restaurants reden, immer schwierig Restaurant-Tipps zu geben. Hier in Magaluf wird man aber wahrscheinlich auch nur glücklich, wenn man auch Fisch und Chips und so bestellt. Gast, Burger, Pommes, davon gibt es hier jede Menge. Es gibt noch mal so ein paar Außenseiter, die spanische Spezialitäten anbieten oder auch mal was anderes. Aber in der Regel gibt es hier eigentlich hauptsächlich das, was den britischen Gaumen erfreut. Und wir alle wissen ja, wie großartig die britische Küche ist. Also ich hab ein Jahr in England gelebt und ich war richtig dick, als ich nach Hause gekommen bin, weil wir doch oft Pommes gegessen haben. Ist schon nicht unbedingt. Ist schon auch anders. Ja. Also für da dann vielleicht mal einen Ausflug nach Palma machen und da schon essen. Ja, Freunde, das war unsere kleine Tour de Magaluf, ja, wie wir Franzosen sagen. Also es hat mir gefallen. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es mir nicht gefallen hat, wobei ich jetzt Urlaub eher woanders auf Mallorca machen. Aber das ist mein persönlicher Plan. Je nachdem, was man möchte. Möchte man schön viel Action haben und viele Leute kennenlernen und einfach Spaß haben, dann ist das sicher das Richtige. Der Familienurlaub mit Kleinkindern oder das romantische Pärchenwochenende, das ist Magaluf jetzt wohl eher nicht. Und auch so Oma und Opa, wenn die euch fragen, wo sie jetzt auf Mallorca Urlaub machen sollen, dann sagt lieber Sacoma und nicht Magaluf. Wobei, manche Omas bestimmt auch Spaß haben. Die Party-Omas. Wenn euch unsere Video gefallen hat, dann würden wir uns über einen Daumen, ihr liken, teilen, abonnieren, Glocke abonnieren, die ganze Nummer, da würden wir uns sehr freuen. Die Sache ist, wenn ihr das nicht tut, dann gibt es in der ganzen nächsten Woche in eurem Lieblingslokal, also in eurer Lieblingsbar, nur Guinness. Alle anderen Zapfhähne sind alles leer, alles kaputt gegangen. Dann also auch.
Geschichten. Geht auf Nummer sicher lieber. Das wollt ihr nicht riskieren. Und wer Guinness kennt, der weiß, dass man davon eins mal trinken kann, aber alle spätestens beim zweiten einem die Magenbände dann zusammenkleben. So. Okay, so, dann viel Spaß bei eurem Mallorca-Urlaub in Magaluf. Tschüss.